Schnallt euch an, meine Freunde des kritischen Denkens, denn jetzt wird es so richtig unterhaltsam. Gestern war nämlich hier Ricarda Lang zu Gast in der Markus-Lanz-Sendung und wurde hier mehrfach mit Fakten auf eine Art und Weise konfrontiert, vor allem durch den Journalisten Michael Brecker. Schöne Leistung an dieser Stelle, muss man sagen, kannte ich vorher noch gar nicht. Tut aber auch nichts zur Sache. Und insgesamt war es einfach eine unfassbare Sendung, die mal wieder zeigt, wie fernab der Realität eigentlich grünen Politiker sind und denken. Und zwar ganz konkret auch bewiesen, weil nämlich Ricarda Lang nicht mal annäherungsweise schätzen konnte, wie hoch eigentlich die durchschnittliche Rente in Deutschland ist. Aber ich will euch hier gar nicht auf die Folter spannen. Ich habe hier natürlich die ganze Sendung mal wieder angeschaut und habe mir die besten und interessantesten Stellen hier direkt rausgesucht. Erstmal hat man nämlich 25 Minuten über Donald Trump und die USA und so weiter gesprochen und Herr Lanz konnte es überhaupt gar nicht fassen, wie es denn überhaupt sein kann, dass eben Trump jetzt in der ersten Vorwahl sich richtig schlagkräftig gegen alle anderen Republikaner eben durchgesetzt hat. Und natürlich für jeden, der halbwegs Ahnung hat von der amerikanischen Politik, war das sowieso von Anfang an klar, dass Donald Trump der Kandidat der Republikaner werden wird und sich kein anderer gegen ihn durchsetzen kann. Ja, dass aber beispielsweise auch politisch gesehen etwas an Trump dran sein könnte, also dass seine Politik tatsächlich auch Erfolge hatte, das ist eine Sache, die auch ein Herr Lanz niemals begreifen kann in seinem Weltbild, ja. Mittlerweile ist es ja sogar so, dass die USA mit so viel überbordender illegaler Migration und Masseneinwanderung zu tun haben, dass sogar Biden zähneknirschend jetzt Trumps Mauer damals weiterbauen muss, ja. Damals wurde ja Trump dafür ausgelacht und so weiter. Und jetzt muss Biden, wie gesagt, all seine ganzen Fehler aus den vergangenen 4 Jahren nachholen. Aber dann springen wir jetzt auch direkt von der US-Außenpolitik hin zur deutschen Einwanderungspolitik. Und hier stellt Markus Lanz Ricarda Lang eine interessante Frage. Und zwar, gibt es eigentlich auch in Anbetracht dieser Entwicklung in den USA und der Entwicklung in Deutschland seit 2015 verstärkt ein paar Fehler, die man gemacht hat in der Politik? Schaut mal, was Ricarda Lang hier antwortet. Das würde mich mal interessieren. Da waren Sie ja zum Teil noch gar nicht in Amt und Würden. Mir geht es nur darum, mal zu verstehen, an welchem Punkt würden Sie selbstkritisch sagen, das haben wir komplett falsch eingeschätzt? Das würde ich tatsächlich bei diesem Thema nicht sagen. Ich glaube, dass Deutschland sehr lange sich nicht aktiv mit seiner Rolle als Einwanderungsland auseinandergesetzt wird. Also Migration wurde ein bisschen behandelt als irgendwas, was einem passiert, was man halt aushalten muss, aber eigentlich nichts als das, was man aktiv gestaltet. Das haben wir jetzt verändert mit der Ampel. Das hat verschiedenste Facetten vom Fachkräfteeinwanderungsgesetz bis tatsächlich auch zum europäischen Asylsystem. Aber die Frage, ich glaube, wenn wir wirklich darüber reden, was man verpasst hat, dann ist das meist etwas anderes, als auf ein einzelnes Thema zu schauen. Ich würde gerne einmal bei dem Thema bleiben und lass uns versuchen, da einmal konzentriert, weil hier kluge Leute sitzen, einmal ganz konzentriert durchzugehen. Sie als Chefin der Grünen würden sagen, wir als Grüne haben bei dem Thema Migration nichts falsch gemacht. Niemand hat bei keinem Thema was falsch gemacht. Ist die Floskel. Ja, also hier wird erstmal wieder eine Menge versucht abzulenken. Es ist schon interessant, dass man hier einfach sagt, nö, eigentlich haben wir beim Thema Einwanderung mehr oder weniger nichts falsch gemacht. Interessant an dieser Stelle ist, dass ich natürlich darauf alle möglichen Dinge jetzt gesagt hätte in Richtung Ricarda Lang. Ich es aber an dieser Stelle ganz einfach habe, weil es nämlich jemand anders in der Sendung gab, der genau das, was ich gesagt hätte, Ricarda Lang geantwortet hat, nämlich Michael Brecker, Chefredakteur bei Table Media. Hören wir mal seine Replik zu diesem Thema auf Ricarda Lang und zur grünen Politik im Allgemeinen. Bei der Migrationspolitik ist es aus meiner Sicht wirklich offensichtlich. Es gab eine Wünsch-dir-was-Rhetorik und Kommunikation und auch Priorisierung der Grünen in den letzten 10, 15 Jahren. Von wegen, das ist ein Wirtschaftswunder, was da kommt. Das sind alles tolle, junge Menschen, die uns bereichern. Ich brauche Ihnen diese Zitate alle gar nicht vorhalten. Sie kennen die alle besser. Das Problem bei der Migrationspolitik ist nicht, dass Sie immer sofort auf eine emotionale Metaebene gehen, sondern konkrete Politik. Es ist eine
willkürliche, es ist eine irrationale und es ist eine sehr wünsch dir, was Politik gemacht worden in der Migrationsfrage, bis hin zu, dass Äußerungen wie Begrenzung bei grünen Politikern gar nicht zum Standardrepertoire gehören dürfen, weil das dann schon ausgrenzend ist. Dass Menschen in Sozialsysteme einwandern, wird teilweise negiert bei euch. Und dass dann jetzt sogar darüber diskutiert wird, dass ein Abschiebegesetz in der Ampel, das zu 600 Abschiebungen laut Gesetzentwurf in Deutschland führen soll, dass das selbst doch mal diskutiert wird. 600 mehr. 600 mehr, was ja ein Witz ist angesichts der tatsächlichen Fälle. Ihr habt die Deutschen und deswegen auch gerade die Mehrheit der Grünen gut gestimmten potenziellen Wählerinnen enttäuscht, dass ihr bei diesem zentralen Thema nicht ehrlich wart. Weder in der Kommunikation noch in der Handlung. Ihr habt eure Politik bei dem Thema ja nicht verändert. Wollt es bis heute nicht tun. Und das ist echt der Grund, warum die Grünen nicht mehr bei 25 sind, sondern bei 12%, ist tatsächlich die aus meiner Sicht naive und widersprüchliche Migrationspolitik. Über alles andere kann man diskutieren. Ja, perfekt zusammengefasst. Da kann man an dieser Stelle einfach nichts gegen sagen. Aber, also Ricarda Lang fällt natürlich ganz viel da wieder ein, sie spricht jetzt auch gleich wieder von Respekt und Würde und von emotionalen Angeboten, dass man den Leuten also ein emotionales Angebot macht, weil, und jetzt kommt's, die AfD ja mit solchen emotionalen Angeboten auch arbeiten würde. Das ist ihr Argument, ja. Sie versteht nur nicht oder will es, glaube ich, einfach nicht wahrhaben, dass eben bei der AfD die emotionalen Angebote eigentlich gar nicht so überwiegen, wenn ihr mich fragt, ja. Also jeder von euch kann ja auch, falls es nicht getan hat, ich kann es nur empfehlen, die meisten Leute werden es in ihrem ganzen Leben nicht tun. Markus Lanz war ja sogar selbst völlig überfordert neulich im Podcast mit Richard David Precht, weil er es gar nicht glauben konnte, dass die AfD überhaupt ein Wahlprogramm hat. Ja, da war er ganz erstaunt. Aber es gibt hier von der AfD sogar für jedes Jahr, glaube ich, immer wieder aufs Neue die Grundsatzprogramme und so. Da kann man sich einfach mal im Detail durchlesen und da steht ganz, ganz, ganz wenig von irgendwelchen Emotionen und so weiter drin, sondern da steht sehr, sehr, sehr viel über konkrete Maßnahmen, über Fakten und so weiter. Also kann man sich einfach mal unabhängig informieren. Interessant ist auch, dass Ricarda Lang die ökonomischen Anreize immer einfach nicht verstehen und wahrhaben möchte, die eben Menschen haben. Und genau das wird auch hier wieder ganz deutlich, als Markus Lanz nämlich auf folgendes Problem bei der Arbeit eingeht, in Bezug auf Ukrainer. Niederlande 60%, die dort arbeiten, Polen 90%, Deutschland keine 20%. Woran liegt das? Bürokratie. Es ist in Deutschland viel zu bürokratisch, wie ich eigentlich in einen Job kommen kann. Was wird anerkannt an Möglichkeiten, was Sie vielleicht schon an der Ausbildung mitbringen? Warum ändern Sie das nicht? Weil das ist ein sehr, sehr komplizierter Prozess, aber genau das müssen wir jetzt ändern. Und das sind wir auch dran. Wir müssen die Ausländerbehörden viel, viel besser aufstellen. Also noch mehr Bürokratie? Wir müssen beschleunigen, wir müssen Arbeitsverbote, und das tun wir Schritt für Schritt, abschaffen, damit es tatsächlich Menschen auch möglich wird. Und ich glaube, was tatsächlich ein Schlüssel ist, das ist die Anerkennung von Abschlüssen. Wenn ich mit Menschen rede, dann kann man mit Leuten in Pflegeheim reden. Das ist das Hauptproblem. Die sagen mir, naja, ich habe hier eine Brasilianerin, die ist da, die will arbeiten, aber die kann nicht anfangen, weil ihr Abschluss erst im Jahr anerkannt wird. Das ist doch Wahnsinn, dafür hat niemand verständlich. Die würde Steuern zahlen, die würde einen Job übernehmen, die würde damit auch alte Menschen unterstützen. Ich glaube, dass das tatsächlich sehr, sehr pragmatische, sehr konkrete Sachen sind. Schnellere Anerkennung von Abschlüssen, bessere Ausstattung von den Ausländerbehörden und aber auch die Abschaffung von Arbeitsverboten. So. Also, worauf Ricarda Lang natürlich nicht eingegangen ist, was aber natürlich, was weiß jeder, mit großem Abstand die Hauptursache ist, weil es eben weder in den Niederlanden noch in Polen ein derart ausgestaltetes Bürgergeld gibt wie in Deutschland, was du eben schon im Fall von vielen Ukrainern, die nach Deutschland gekommen sind und vor allem sehr häufig ja auch Ukrainerinnen, ja, sofort bekommst und somit natürlich ökonomisch gar nicht die Anreize hast, überhaupt erst nach einer Arbeit zu suchen. Es ist natürlich, auch wenn das ein Problem ist, nicht die Bürokratie, die hier der Hauptkernpunkt ist, ja, aber das ist halt ein Punkt, den Ricarda Lang auch überhaupt gar nicht wahrnehmen möchte, über Anreize zu sprechen ökonomisch. Das ist, und das sagt sie auch im weiteren Verlauf dieser Sendung hier tatsächlich sogar, ein mit den Füßen nach unten treten, wenn man über ökonomische Anreize spricht, ja. Also bei den Grünen und so geht's ja immer um Respekt und so, genau wie bei der SPD. Und jetzt frage ich mal, ganz wichtig,
Wie viel Respekt zollt man eigentlich der Bevölkerung, wenn man nicht mal weiß, wie hoch die durchschnittliche Rente ist? Gerade als Partei, ja, die sich ständig, oh, gerade sehe ich hier, als ich das Video aufnehme, bei YouTube eine Nachricht, die reingekommen ist, 50 Euro Super Thanks gekommen, gerade hier. Vielen, vielen Dank, das freut mich immer sehr. Ich erwarte das aber natürlich nicht von euch, ja, es freut mich nur immer nebenher. Ich finde das einfach unfassbar respektlos, wenn man nicht mal weiß, wie hoch die durchschnittliche Rente ist, ja, wenn man es nicht mal grob schätzen kann. Und schaut mal, hier wird dann Frau Lang auf einmal ganz, ganz, ganz leise. Wissen Sie ungefähr, wie hoch ist die Durchschnittsrente in Deutschland? Durchschnittsrente kenne ich tatsächlich nicht. Haben Sie eine Idee? Nee, tatsächlich keine konkrete. Ungefähr. Ganz ruhig auf einmal. Ich würde davon ausgehen, dass wir um die 2.000 Euro liegen. Durchschnittsrente? 2.000 Euro. 1.543 Euro. Das ist nochmal ein Stück länger. Nach 45 Jahren Arbeit. Ja. Ist das gerecht? Nein. Was machen wir dagegen? Was wir gerade als Ampel planen, sind ja zwei Dinge, die jetzt auf den Weg gebracht werden. Das eine ist die Stabilisierung des Rentenniveaus. So, dann kommt wieder das übliche bla 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 bla. Aber hier, genau in diesem Moment, wo es auf einmal ganz still wurde in dieser Sendung und wo jetzt gerade hier die Sonne durchkommt, ja, ist quasi ein Moment der politischen Katharsis. Hier hätte Frau Lang mal die Gelegenheit gehabt, tatsächlich zu beweisen, wie weit es mit dem Respekt und mit dem Anstand ist. Und mit den Zahlen, über die sie ja sonst immer so redet. Da geht es mal nicht um irgendwelche Quoten, um irgendwelche Programme und so. Nein, hier geht es mal ganz konkret um das simple Wissen darüber, wie die Lebensrealität der Bevölkerung eigentlich aussieht. Und wie man hier gesehen hat, ist diese Lebensrealität so weit entfernt von denen der Grünen und deren Politik, genau wie die Schätzung der Rente, die hier Ricarda Lang völlig falsch eingeschätzt hat. Und genau deshalb sind die Grünen eben auch auf dem absteigenden Ast mit ihrer Art von Politik.